Hi, ich bin Patrick und ich werde gewinnen, weil ich der Geilste bin. Yes, Leute, here we go. King of Cologne Pro Edition. Ich bin so ready und hab Bock auf die nächsten Wochen, denn die Pros sind am Start und die Spielervorstellungen gehen los. Spieler Nummer 1, den ich euch introduce für die Pro Edition, ist direkt der Veteran im Gebäude. Patrick Horstmann, es freut mich so krass, dass du heute hier bist, und wir müssen den Leuten ein bisschen dich als Person, als Baller näher bringen. Und als Veteran spielst du ja schon ein paar Jahre. Du warst in Amerika, du hast hier und da gespielt, warst viel unterwegs, in England ein bisschen. Du hast eine lange Story, aber nimm uns doch mal mit so zum Beginn. Denk weit zurück, als du angefangen hast. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wie es bei dir mit Basketball angefangen hat und dann so die ersten Jahre für die Leute. Ja, cool. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Paul. Es ist mega cool, endlich hier zu sein in deinem Atelier. Schon oft gesehen, deswegen umso cooler, jetzt hier am Wochenende am Start zu sein. Aber ja, zu meinem Werdegang. Ich sage immer, ich spiele Basketball, seitdem ich laufen und denken kann. Mein Papa hat gespielt, ich bin in der Halle groß geworden, komme aus Gießen und als kleiner Junge war ich in der Osthalle damals und werde nie vergessen, wie es da abging, was für eine geile Stimmung da war. Und deswegen war eigentlich seitdem ich laufen und denken kann und wahrscheinlich so groß bin, mein Traum, Basketballprofi zu werden. Und genau, den habe ich verfolgt, bin nachdem ich im Dorf, wo ich war, und gespielt habe, dann zum NTV Gießen gegangen, war da bei den deutschen Meisterschaften U16 und da ist Ralf Junge und Urspring auf mich aufmerksam geworden. Und dann bin ich mit 15 nach Urspring gegangen. Das war auf jeden Fall einer der wichtigsten Schritte in meinem Leben, sowohl On-Court als auch Off-Court. Und durfte deutscher Meister werden, Jugendnationalmannschaft spielen. Und dann war von da die Frage, ne, werde ich Profi, gehe ich in die USA? Und mein Traum war es immer, in die große, weite Welt rauszugehen. Und da ist der Ball einfach mein Geschenk im Leben und gewesen und immer noch, und dafür bin ich unglaublich dankbar. Und ja, so konnte ich dann ins College gehen, war 5 Jahre in den USA, danach 3 Jahre in England professionell gespielt und dann den Cut gemacht und angefangen Vollzeit zu arbeiten. Aber das Herz, die erste Liebe ist immer noch Basketball. Ich habe noch die Möglichkeit, ne, an Wochenenden im Sommer auf Turnieren durch die Welt zu reisen, China mehrmals mit Ralf, jetzt dank dir und Red Bull auch in Rom gewesen, Ägypten gewesen letztes Jahr, deswegen ja, einfach mega geil und deswegen freue ich mich, umso mehr wieder hier zu sein. Richtig nice, Mann. Es freut mich auch, euch und Leuten wie dir irgendwie die Chance zu geben, noch mehr zu machen. Oder bei dir, muss ich ja fast sagen, immer noch dabei zu sein. Und das bringt mich auf deine Player-Card. Und ihr könnt es jetzt sehen. Ich habe gesagt, du bist der Veteran im Game. Wir haben heute auch Young Bucks hier mit 20, Mitte 20. Aber trotzdem, und du hast ja gesagt, du hast auch viele Erfolge feiern dürfen bis jetzt, aber tust es immer noch. Du bist Red Bull Halfcourt deutscher Champ gewesen, warst in Rom mit den Jungs, du hast in Kairos vor den Pyramiden gespielt, bis ins Finale gekommen. Oder war es das Halbfinale? Es war das Halbfinale. Halbfinale gegen Italien, vorne gewesen, mies kassiert, schon wieder verdrängt. Ist auch egal. Aber deine Player-Card zeigt, du bist der Älteste, der Baller mit am meisten Erfahrung, was dir bestimmt auch hilft. Du bist mit auch der Größte. Ich glaube, Jakob ist noch um die 2 Meter, aber 1,98, 102 Kilo. Ich habe dich spielen sehen auch das erste Mal und dachte, boah, du hast keinen Bock, gegen den Dude zu spielen. So, ne? Du bist crafty, du bist groß, in der Offense versatile, du hast auch einen Shot. Also, boah, es wird tough für die anderen auf jeden Fall. Und du hast gesagt, ich habe dich gefragt, als du heute gekommen bist, ey, wie viele kennst du? Du so, ja, kaum einen. Und genauso geht es den Jungs. Ich bin so gespannt drauf, einfach zu sehen, wie du auch nochmal und alle anderen auch in dem Setting spielen, unter den Regeln. Ich habe einfach Bock drauf, dich performen zu sehen. Spannweite ist dabei, Go-To-Moves, der Fadeaway. Das heißt, wir werden dich wahrscheinlich auch ein bisschen im Post-Up agieren sehen. Oder hast du dir die Spiele, die es schon gab, mal angeguckt? Wie gehst du jetzt an dieses ganz besondere Setting ran? Weil 1 gegen 1 ist besonders. Die Halle ist nochmal besonders. Hast du irgendeinen Gameplan oder sagst du, ich gucke einfach, was passiert. Ich werde schon ready sein mit meiner Erfahrung. Ja, ich glaube, die letzten 25 Jahre haben mich auf jeden Fall vorbereitet. Ich habe das ein oder andere Mal schon Full Court 1-on-1 gespielt. Zurück in meinen College-Tagen, aber auf dem Full Court. Deswegen, wahrscheinlich bin ich nicht mehr ganz so fit. Deswegen ist es umso besser, dass jetzt die Halle ein bisschen kleiner ist. Aber ja, ich habe mir ein paar Game-Films auch angeschaut und es wird auf jeden Fall der Mix sein. Ne? Wir können nur 3 Sekunden Post-Up spielen. Das heißt, da muss ich natürlich aufpassen. Aber trotzdem, da einfach meine Physis nutzen und meine Erfahrung nutzen und dann einfach. Ja, ich freue mich auch drauf. Einfach schauen, was passiert und das Beste geben und der Beste möge gewinnen. Nice. Hey, ich freue mich
übertrieben drauf, dass du Teil dieser Edition bist, dass du hier bist. Freue mich drauf, dich performen zu sehen. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt sein. Natürlich, wenn es vor allem Richtung Auslosung geht. Wir stellen euch ja zuerst alle Spieler vor. Jeden Tag 19 Uhr kommt ein Video, so wie den letzten Monat schon. Und dann gucken wir, gegen wen es in der ersten Runde geht. Ich bin gespannt drauf. Wünsche dir alles Gute fürs Turnier. Kommentiert mal fleißig. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch Patrick noch. Vielleicht sind ein paar Oldschooler dabei, die zugucken. Du hast einen langen Weg genommen. Bringst die Wet Moves mit. Ich bin gespannt, dich zu sehen. Wir sehen uns mit Spieler 2 morgen 19 Uhr. Bis dann.